Die Moldavia, I, war ein 1903 in Dienst gestellter Passagierdampfer der britischen Reederei Peninsula and Oriental Steam Navigation Company, P&O, der im Passagier- und Postverkehr zwischen Großbritannien und Australien eingesetzt wurde. Das Schiff wurde 1915 von der britischen Admiralität übernommen und als Hilfskreuzer verwendet. Am 23. Mai 1918 wurde die Moldavia im Ärmelkanal von einem deutschen U-Boot versenkt, wodurch 56 US-amerikanische Soldaten ums Leben kamen. Dieses Ereignis markiert den größten Verlust von amerikanischen Truppenteilen bei einer Schiffsversenkung im Ersten Weltkrieg.